Wer in der heutigen Zeit nicht die Sonne nutzt, um sein Schwimmbecken zu beheizen, tja, was soll ich sagen, der ist selbst schuld. Aber welche Möglichkeiten es gibt, was es kostet, ob es sich überhaupt lohnt und vor allem, wie das funktioniert, jetzt hier in dieser Folge. Sogenannte Solarabsorberanlagen sind ein absolutes Muss für jedes Schwimmbad. Der Wärmebedarf eines Schwimmbeckens, der ist enorm. Also warum nicht kostenbewusst, aber auch umweltschonend erwärmen bzw. die Wärme erhalten? In der heutigen Zeit, wenn wir uns die steigenden Energiepreise konventioneller Energiequellen wie Gas und Öl ansehen, ist eine Solarabsorberanlage nicht nur ein wichtiges Element zur Kosteneinsparung, du leistest nebenbei einen enorm wichtigen Beitrag zur Umwelt. Klimaneutralität, du besserst deine CO2-Bilanz auf und bist dabei preisunabhängig. Die Einsatzmöglichkeiten einer solchen Solarabsorberanlage sind nahezu unbegrenzt und meiner Meinung nach noch lange nicht vollends ausgeschöpft. Aber in dieser Folge haben wir uns auf drei gängige und effektive Möglichkeiten beschränkt. Das klassische direkte System, geeignet für jedes Freibad ohne Wenn und Aber. Das indirekte System, geeignet für jedes Frei- und Hallenbad. Und das High-End-Level-System, kombiniert mit einer Wärmepumpe. Bevor wir uns aber näher damit beschäftigen, gehen wir zur Funktionsweise. Ja, das Grundprinzip ist relativ easy. Die auf dem zum Beispiel Dach des Bades oder einer schattenspendenden Pergola montierten Solarmatten, die nehmen die einfallende Sonnenstrahlung auf und geben die Wärmeenergie an das durchströmende Wasser mit einem Wirkungsgrad von etwa 0,87 weiter. Das heißt 87% Ausbeute. Die Matten selbst bestehen aus dem Kunststoff EPDM, sind also unglaublich temperaturbeständig, frostsicher, ja, und sogar bei Frost begehbar. Die Breite einer solchen Matte beträgt 12 cm, bestehend aus 10 Röhrchen mit einem Durchmesser von 9,6 mm. Durch die runde Form dieser Röhrchen wird die Absorptionsfläche um 50% vergrößert. Also pro Quadratmeter Absorbermatte 1,5 Quadratmeter Absorptionsfläche. Beim direkten System wird das Reinwasser in der Reinwasserleitung direkt über einen Bypass mit einer Pumpe durch die Matten geleitet, sobald die Temperatur der Sonne Wärmeenergie liefert. Die Steuerung kann durch den Anwender so eingestellt werden, dass dieser Bypass automatisch dazu oder eben wieder vom Hauptbeckenkreislauf getrennt ist. Das erwärmte Wasser aus den Matten kommt dann kurz nach der Entnahmestelle wieder zurück in die Reinwasserleitung und verteilt die Wärmeenergie auf das gesamte Wasservolumen. Beim indirekten System haben wir zwei getrennte Kreisläufe. Einmal den Heizkreislauf, der das Heizwasser mit einer Pumpe in Bewegung hält, und den Solarwasserkreislauf. Beide Kreisläufe sind wassertechnisch getrennt, aber durch einen Wärmetauscher verbunden, dass so nur die Wärmeenergie von Kreislauf zu Kreislauf übertragen wird. Und zu guter Letzt die dritte Variante, die im Grunde das indirekte System darstellt, aber eine Wärmepumpe mit im Heizkreislauf integriert hat, um auch zum Beispiel in der Nacht oder bei schlechtem Wetter das Becken mit Wärmeenergie zu versorgen. Ja, schön und gut, aber was bringt eine solche Anlage im Betrieb tatsächlich? Ja, an der Stelle nochmals vielen Dank an AST, die uns das Bildmaterial und die Zahlen zur Verfügung gestellt haben. Top Sache, ihr findet die Kontaktdaten wie immer unten in der Box. Grundsätzlich ist jeder Quadratmeter Absorberfläche ein Gewinn an kostenloser Wärmeenergie. Oder anders gesagt, eine Einsparung in der Gesamtrechnung am Ende des Jahres. In unseren Breitengraden scheint die Sonne mit einer Stärke von 800 bis 1000 Watt pro Quadratmeter.
87% davon können schnell und unkompliziert an das Wasser übertragen werden. Auf eine Freibad-Saison gerechnet, bringt das pro Quadratmeter Absorberfläche zwischen 250 und 350 Kilowattstunden Wärmeenergie, natürlich je nach Wetter. Als Gegendarstellung wären das zwischen 22 und 31 Liter Heizöl oder 25 bis 35 Kubik Erdgas. Aber mit einem Quadratmeter ist noch nicht viel gewonnen. Als Planungsgrundlage sollte man mindestens 75% der Wasserfläche zugrunde legen, möchte man sein Schwimmbecken nur über eine solche Solarabsorberanlage beheizen. Ja, natürlich ist dies nur ein Richtwert. Nach unten und oben sind hier also keine Grenzen gesetzt. Auch das Kombinieren mehrerer Becken kann hier über eine Solaranlage relativ unkompliziert realisiert werden, dank der intelligenten Steuerung. Nehmen wir uns ein klassisches 25 Meter Becken zum Zahlenspielen. Ein genormtes Schwimmerbecken hat eine Wasserfläche von 312,5 Quadratmeter. Bei 75% Anlagendimensionierung etwa 234 Quadratmeter Absorberfläche. In einer Sommer-Freibad-Saison kommen wir somit auf einen Ertrag von 70.200 Kilowattstunden Wärmeenergie allein durch die Sonne. Bei einem Heizwert von 9,8 Kilowattstunden pro Liter Heizöl und einem Wirkungsgrad des Brenners von 90% kommen wir so auf 7.959 Liter Heizöl. Das sind beim durchschnittlichen Heizölpreis der letzten 10 Jahre von etwa 0,77 Euro pro Liter eine Einsparung von 6.128 Euro pro Sommersaison. Bei einem durchschnittlichen Erdgaspreis von 6,95 Cent pro Kilowattstunde liegen wir hier bei einer Einsparung von etwa 4.880 Euro. Was wir allerdings auch hier berücksichtigen müssen, ist die CO2-Einsparung. Und das sind bei 7.959 Liter Heizöl 23.240 Kilogramm CO2. Bei Erdgas 14.640 Kilogramm CO2. Wir wissen, dass ein Baum in etwa 15,7 Kilogramm CO2 pro Jahr bindet. Das wären beim Heizöl 1480 Bäume, die du jährlich pflanzen müsstest. Bei Erdgas sind es 932 Bäume. Ja, und das allein ist ja schon eine Zahl mit Durchschlagskraft. Aber was uns diese Anlage kostet in unserem Rechenbeispiel und wie lange es dauert, bis sich das Ganze amortisiert hat. Ja, wenn du jetzt Fläche zur Verfügung hast und noch keine Solarabsorberanlage, dann kommen für dich folgende Baugruppen in Frage. Die Solarpumpe, die Verrohrung, die Steuerung und die Absorbermatten. Als groben Richtpreis rechnen wir mit 125 Euro pro Quadratmeter geliefert und montiert als rundum Sorglospaket. In unserem Beispiel 234 Quadratmeter Absorberfläche kommen wir so auf 29.250 Euro Investitionskosten netto. Die Betriebskosten beziehen sich in unserem Beispiel, dem direkten System Sommersaison, auf ca. 303 Euro. Die EDA-Kosten sind in dieser Rechnung ausgenommen. Wenn wir nun die Einsparung gegenrechnen, amortisiert sich die Investition bei Heizöl in 4,7 Jahren und bei Erdgas in 6 Jahren. Die CO2-Einsparung, die hast du natürlich sofort ab dem ersten Monat. Wenn die Preisspirale weiter anzieht, wovon auszugehen ist, verringert sich natürlich auch die Amortisation. Ja, am Ende unserer zweiten Folge Energieeffizienz und Schwimmbäder bleibt eigentlich nur noch eines zu sagen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nutze einfach die Möglichkeit und lass dir von deinem Solarpartner das Einsparpotenzial berechnen oder hol dir deine individuelle Berechnung von unserem Filmprojektpartner AST. Ich für meinen Teil kann bei diesen Zahlen nur sagen, let's go. Danke fürs Einschalten, denkt an den Abo-Button und schaltet wieder ein, wenn es heißt...